Grilltomate. Für 4 Personen. 4 Naturkind Bio-Tomaten halbieren und aushöhlen. Nachfolgende Zutaten in einer Schüssel verrühren, je ein Zweig Thymian und Oregano, fein gehackt. Eine Knoblauchzehe, fein gehackt. Ein Bund Basilikum, fein geschnitten. Eine Frühlingszwiebel, gewürfelt. 2 EL Olivenöl und 250 Gramm Mozzarella, fein gewürfelt. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und die Füllung in die Tomatenhälften geben. Circa 15 Minuten mit Decke grillen. Dessert sind Apfelspieß. Für 4 Personen. 4 Apfel in 8 Teel schneiden und entkernen. 2 TL brauner Zucker und Zimt vermischen und die Apfelstücke darin wälzen. Diese dann auf einem Grillspieß aufspießen und von allen Seiten anbraten. 250 Gramm angeschlagene Sahne mit Mandelöl und Zucker verfeinern. Die Späße vom Grill nehmen und mit der Sahne leicht überziehen. Gefüllte Champignons. Für 4 Personen. 8 Riesen-Champignons putzen, Stiele abräkeln. In eine Schüssel 2 Bund Frühlingszwiebeln und ein Bund Schnittlauch, beides fein gehackt, geben. Eine kleine Dose Oliven mit Chili abtropfen lassen, Oliven und Chili klein hacken, zufügen. 100 Gramm Semmelbrösel, 100 Gramm Feta-Käse, fein geschnitten, ein Bund Basilikum, fein geschnitten und 2 EL Olivenöl hinzufügen und alles vermischen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die Füllung in die Champignons geben. Grillrost einölen und die Champignons circa 10 Minuten grillen. Serviertipp, dazu schmeckt knuspriges Baguette. Erdbeerminzebulle. Zutaten für 4 Portionen. 1,5 Kilogramm Erdbeeren, 100 Gramm Zucker. 4 Prisen Orangenlikör. Ein Bund Minze. 2 Flaschen Weißwein, trocken. 2 Flaschen Sekt, trocken. Erdbeeren halbieren. Mit Zucker, Orangenlikör und der Hälfte von Minze und Wein aufgießen. Umrühren, bis sich der Zucker gelöst hat. Eine Stunde im kühl unbekanntes Zeichen Schrank ziehen lassen. Vor dem Servieren. Bruschetta. Erste Tomaten klein würfeln. Frühlingszwiebeln in dünne Ringe schneiden. Knoblauch schälen, fein hacken. Kreu unbekanntes Zeichen Teer hacken, Peperoni entstielen, fein hacken. Zweite Frühlingszwiebeln und Knoblauch in 2 EL Olivenöl andünsten. Tomaten, Kräuter, Peperoni dazu. Salzen, pfeffern. 10 Minuten köcheln lassen, bis die Flüssigkeit weitgehend verkocht ist. Dritte Brotscheiben vierteln bei mittlerer Hitze beidseitig goldbraun rösten. Scheiben mit restlichem Olivenöl betreu füllen. Tomaten salzen, pfeffern und auf dem Brot verteilen. Pizza Crumble. Für 4 Personen Doppelpunkt 1/4 des Rezepts Pizzarte ich, siehe Kasten. 500 Gramm Blattspinat, eine Knoblauchzehe. 500 Gramm Kirschtomaten, 4 EL Olivenöl, Salz, Pfeffer, 50 Gramm Butter, 100 Gramm Mehl, 30 Gramm geriebener Parmesan, 30 Gramm Mandelblättchen, 200 Gramm Ziegenk. Pizzarte ich zubereiten. Spinat waschen und putzen, dicke Stiele entfernen. Knoblauch fein schneiden. Tomaten waschen. 10 Tonner unbekanntes Zeichen Tin beiseite liegen schneiden. Knoblauch in 3 EL Olivenöl an unbekanntes Zeichen dünsten, Tomaten dazugeben und 3 bis 4 Minimum anbraten. Spinat dazugeben und köcheln lassen, bis er leicht zusammengefallen ist, vom Herd ziehen, salzen und pfeffern. Zweite Butter zerlassen. Mit Mehl, Parmesan. Mandeln zu Streuseln verarbeiten. Blech mit Olivenöl einfetten. Arbeitsft mit Mehl bestäuben, Teig dünn aus, 10 Kreise, 8 bis 10 cm Durchmesser, ätschen, auf das Blech legen. Tomaten-SP-Mischung und je eine ganze Tomate an Teigkreisen verteilen.
Ziegenkäsewürfeln, mit den Streuseln darauf wehe im vorgeheizten Ofen bei 200 Grad Celsius, und unter Hitze, in ca. 20 Minuten backe. Pollio con Rosmarino, Hühnchen mit Rosmarin. Für 4 Personen, 8 Knoblauchzehen, 5 Zweige Rosmarin, 2 Dosen geschälte Tomaten, je 400 Gramm Inhalt, 3/4 E Rotwein, eine kleine rote Peperoni, 1 Hähnchen, ca. 1,5 Kilogramm, Salz, Pfeffer. Knoblauch zerdrücken. Rosmarin abbrausen. 2 Zweige mit Knoblauch, Tomaten und Wein in Tontopf geben. Peperoni dazu. Hähnchen waschen, trocknen, mit einem Rosmarinzweig füllen. In die Flüssigkeit legen, Zuge unbekanntes Zeichen deckt im Kühlschrank 12 Stunden marinieren. Zweites Hähnchen zugedeckt im Topf im Vorgeh. Backofen bei 180 Grad Celsius, Ober- und Unterhitze, eine Stunde garen. Aus dem Ofen nehmen, Backofengrill aufheizen. Drittes Hähnchen der Länge nach zerteilen, Hälften mit der Hautseite nach oben auf dem Rost unter dem Grill, Mitte, schieben. In ca. 10 Minuten goldbraun anrösten, herausnehmen, warm halten. Vierter Rosmarin aus dem Topf nehmen, Soße bei starker Hitze in 15 Minuten um ein Drittel einkochen, salzen, pfeffern. Blätter von einem Rosmarinzweig abzupfen, fein hacken, in die Soße geben. Hähnchen mit Soße anrichten. Mit letztem Rosmarinzweig garnieren.